Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, was haben wir denn für ein Kackwetter heute? Ich wollte ja eigentlich rausgehen, aber weil ich nackt bin, ist mir die ganze Zeit kalt und ich friere und jetzt muss ich wieder reingehen. Ganz Feuer. Ja, ich wärme mich hier am Schmelzofen auf, der ist aus. Schmelzofen. Cool. Aber hier drin ist ja schön warm, ne? Von der Fackel. Wir könnten das hier noch einschmelzen vielleicht und das könnten wir mal zerlegen. Dann können wir das auch einschmelzen. Ich brauche nur mal Holz. Hast du schon Holz gesammelt? Ja. Achso, das habe ich noch gar nicht reingepackt. Warte mal. Geh mal raus da. Ich kontrolliere hier alles. Ja, halt ein Sappel, ey. Lehm habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Messing jetzt hier noch einschmelzen will, weil wir werden ja wahrscheinlich den Ofen auch noch umbauen und eine andere Schmiede setzen und... Ich höre nur... Mi. Eisen habe ich auch. Geh doch mal raus aus der Kiste. Junges Fräulein, andere Leute wollen hier auch noch arbeiten. Junges Fräulein. Gehen Sie bitte aus der Kiste. Was machen Sie da so lange? Ich gucke, was wo überall durcheinander eingesortiert ist. Ja, ja, jetzt geht er raus. Danke. Du doch raus. So, hier, wieso ist da nichts durcheinander? Das Einzige, was du falsch einsortiert hast, wieder mal, ist das und das. Was denn? Mod und Waffenzubehör. Nee, das habe ich da gar nicht reingemacht. Hm. Ich habe gar keinen Mod- und Waffenzubehör. Jasmin, Lügen haben kurze Beine. Oder eine lange Nase. Guck mal in den Spiegel. Ja, guck mal deine Stummelbeinchen an. Das sieht aus, als würden die Füße direkt aus deinem Hintern kommen. Und deine fette Gummel an. Füße aus dem Hintern. Und deine Mega-Gummel, ey. Dein Mega-Hintern. Was? Nein, wir sind keine Freunde. Geh weg. Nee, sind wir nicht. Das tat jetzt weh, Jasmin. Das tat jetzt ziemlich weh. Oh. Ich kann nicht rausgehen, weil es nass ist. Warte mal. Haben wir einen Regenschirm? Kältewiderstand. Wir haben Gewitter. Gewitter! 9, 3, 6, 4. Und oh, die sind sogar noch besser. Mhm. Oh, wieso tut mein rechtes Auge weh? Mütze? Ja, Mütze. So, wie sehe ich aus? Wie ein Farmer. Wie ein Farmer? Ja. Farmer Sam in der Apokalypse. Ich bin nur noch der Trecker, ey. Schade, dass man hier keine Mistgabel machen kann. Viel Spaß. Ja, danke schön. Ich geh wieder. Ich lasse die Tür auf, ne? Nein, ich komme ja gleich wieder. Nein. Ist ja kein Problem. Bin ja schon fast wieder, also quasi bin ich ja schon auf dem Rückweg. Boah. Gewitter. Ich hätte mir mal eine Fackel machen sollen, wa? Nimm noch eine Taschenlampe mit. Ja, jetzt ist egal. Ich habe Taschenlampe im Rucksack. Hey, wir haben noch eine. Ja, aber ich möchte das nicht, Jasmin. Gewitter. Oh, jetzt wäre ich fast im See gelaufen. Das wäre deine Schuld gewesen. Was denn? Wenn ich im See gelandet wäre. Ja, warum? Weil ich zu Fuß meine Sachen holen muss. Ja und? Weil du mich letztes Mal nicht beschützt hast auf dem Weg dahin zum geschlossenen Händler, Trader Joe. Das ist so oder so zu... Hä, der und seine blöden Öffnungszeiten. Der hat doch zu von 22, glaube ich, bis 6 oder so. Ja, ich weiß. Aber das weißt du sicherlich. Ja. Ich werde verfolgt.
Weißt du, worauf ich jetzt gerade Bock hätte, ey? Auf einen schönen eine Paprika. Ich habe nicht gesagt, dass ich das wissen will. Ist mir doch egal, aber vielleicht die Zuschauer. Aber ich bin da echt zu geil, für eine Paprika zu bezahlen, ey. Also ich habe gedacht, mich trifft der Schlag heute. Kommt noch. Der Schlag, ja. Alter Schwede. Ja, was war eine Gurke 1,89 oder was? Ja, eine Gurke 1,89. Tomaten, die Schale. Bei 3 noch was bist dabei. Und das Innenleben? Hahaha. Ha, ha. Und Paprika war 4 Euro noch was. Ja. Für wie viel? Für die 3 Dinger. 3-4 Dinger da. Für so eine Dreiertüte? Ja. 4 Euro. 4,44 Euro. Boah. Da bin ich echt zu geizig für. Mir hat schon das Auge getränt bei der Tomate und bei der Gurke, aber. Da kauf mal lieber eine Tüte Nuggets für 17 Euro, ne? Ach du, ey. Das war ein Schnapper, Jasmin. Ja, das war ein ganz toller Schnapper, ey. Das war ein Schnapper. Da stand 4 Euro auf dem Schild. Ja, aber ja. 7 Euro. Ja. Die Tüte, 7 noch was. Ne, 3 Euro, ne? 2,99 war die kleine. Ja, das waren die kleinen. Ja, ich dachte, das wäre die große. Ja. Schnapper. Er packt erst mit 3 Tüten rein, ey. Den gehe ich auch nicht nochmal einkaufen, ey. 3 Kilo Nuggets. Warum so viel? Ey. Das ist gerade günstig. Und dann schmecken die nicht mal und waren auch die teuersten. Das war das teuerste auf meinem Einkaufszettel. Ja. Und die waren voll eklig. Nuggets. Ja. Also, ich glaube, ich habe die auch nur wegen dem Geld gegessen. Ich glaube, wenn die nicht so teuer gewesen wären, hätte ich die weggeschmissen. Was? Wir haben noch eine Tüte. Du hast ja 2 eingepackt, du Held. Naja, so teuer waren die auch nicht, ne? Ey, 7 noch was. Nee, das ist doch ganz schön viel gewesen heute, Geld. Aber so für das Gesunde, ne? So, verstehe ich nicht, ey. Aber ich habe jetzt einmal Brokkoli tiefgefroren mitgenommen. Ich will jetzt mal probieren, wie das schmeckt eigentlich. Bin ich ja nicht so der Fan davon, aber. Wieso mir ist das hier so nicht teuer. Einfach Brokkoli an? Ja, mache ich ja schon. Bis der reif ist, dauert ja. Nein, hier. Ein Spiel, ja, das bringt mir voll viel. Ist klar. So, ich habe mein Backpack gefunden. Ja, das ist ja schön. Ja. Herrlich. Kommst du jetzt wieder zurück oder was? Nö. Okay, tschüss. Aber ich habe keine Lebensmittel als Proviant. Das ist schlecht. Aber ich würde eigentlich, ich wollte ja. Das ist ja doof, ey, dass hier kein Tier kommt. Das ist doof, dass der Händler Öffnungszeiten hat. Ja, der darf nicht schlafen. Damals. Zu meiner Jugend, da war noch 24/7 offen der Kiosk. Ach ja? Na, wann war sicher. Das denn? Wir hatten hier damals einen 24-Stunden-Kiosk. Ja, war Dingsbums hier. Oh, war das teuer. Aber der hatte immer alles gehabt, ey. Brauchtest du eine Cola, bist da schnell hin. Ja, und hast dir eine Cola für 22 Euro gekauft. Ja, ich hab nie was gekauft. Ich hab da nie geholt. Ich hab da einmal habe ich da was geholt. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Oh, meine Kopfhörer sind grün. Ich zieh das jetzt raus. Oh, ja, habe ich vergessen. Was? Ich kann Zombies nicht überfahren. Mit dem Fahrrad. Ne, ich habe auch gedacht, jetzt steigst du mal auf hier auf den umweltfreundlichen Zug, ne? Ja, fährst du Menschen nicht mehr mit Autos an, dann fährst du mit Fahrrad an, geht gar nicht. Geht nicht. Das geht einfach nicht. Du armes Ding. Warte, ich muss mich konzentrieren. Robin Hood. Ich habe gerade einen Huhn gekillt aus einer Distanz. Jasmin, da wirst du neidisch. Mit Pfeil und Bogen. 2 ja. Meter Entfernung. Mhm. Was ist das? Robin Hood. Robin. Look. Hood. Hood.
So, wie weit ist denn das? Hier übergeblieben vom Mittag, ey. Müssen wir hier geradeaus? Ja, ne? Ich meine nicht. Ja, ist weg. Hier ist ein Böhr. Oh, mach ihn kalt. Ich bin alleine, bist du doof? Weißt du, wie weit ich hierher laufen muss? Ich geh auch immer rein. Ja, du stirbst ja auch jedes Mal. Ja, richtig, aber trotzdem haben wir dein Fleisch, oder nicht? Nee, nicht wenn ich hops gehe. Dann ist der Bär weg, bis wir wieder da sind. Und? Was hast du zu verlieren? Mein ganzes Hab und Gut. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Nee. Bin ich hier noch? Ja. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, Jasmin. Oder ob ich vom Weg abgekommen bin. Und eine finstere Laufbahn einschlage. Weißt du, was wir in der letzten Folge gar nicht gemacht haben? Was? Gar keine Flachwitze erzählt. Ja, brauche ich heute auch nicht. Bist du nicht in Stimmung? Die sind immer so scheiße. Möchtest du nicht ermuntert werden? Du wirkst betrübt, Jasmin. Die sind so blöd immer. Diese Flachwitze. Mm-mm. Ich kann da nicht drüber lachen. Das siehst du völlig falsch. Mm-mm. Die sind richtig gut. Mhm. Was ist denn daran? Du kannst darüber lachen. Du musst mal die Perspektive wechseln. Ja, das Problem liegt nicht bei den schlechten Witzen, das Problem liegt bei dir. An mir, ne? Ja, komm. So viele schlechte Witze auf dieser Welt, ey. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Ricola. Schleichwerbung. Nö, gibt's doch gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Ich guck kein normales Fernsehen mehr. Warum nicht? Ablödung. Was? Jasmin. Ja, endlich noch so wie die Politiker oben, ey. Was? Au! Warum? Was? Ich hab Schaden gekriegt vom Stacheldraht und hier ist eine offene Tür durch dich. Durchgegangen. Ah. War ich zu weit am Rand? Wahrscheinlich. Das ist ja ein Ding. Oder, Jasmin? Oh, seitdem ich dieses komische Lippending da auf meine Lippen hatte, brennen die. Das war auch so weit. Nö, prallere Lippen in dem Pflaster rauf, Mann. Hallo. Ich hab das Geschenk gekriegt. Ja. Cool, ich hab durchs Umstehen einen Punkt gekriegt. Level up durchstehen. Oder hast du geteilte Punkte von mir bekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden. Stimmt, habe ich von dir eigentlich, aber ist mir ja egal. Das war mir auch ein bisschen skurril hier. Kommt man hier auch wieder raus? Einen Punkt haben oder nicht haben? Oh, ich muss natürlich ein Level holen, ey. Aua. Aber ich gehe erstmal die Bude durchsuchen und dann gehe ich in den Tunnel. Oh, Jasmin. Tunnel? Du hast einen Tunnel? Ja. Und weißt du, was ich noch habe? Ich habe hier noch ein Big Bag Pflastersteine. Oh, der Knüppel belegt den Platz von meiner Axt. What? Ah, ja, warte mal, ist ja Kälte, Hitze, Widerstand, die Mütze ist besser. Ah, hier ist ja auch meine Mod drin, ne? Dann nehmen wir doch das. Ich muss mich einmal kurz ein bisschen umschlüppern. Ich glaube, das war's schon. Machen wir Labello aufklatschen, ey. Ich würde jetzt die Kleidung tatsächlich gar nicht kaputt machen wollen.
Ist auch nicht. Ich glaube, ich kriege hier richtig Probleme beim Transportieren. Ich kann doch noch Sachen im Fahrrad verstauen. Warte mal, ich räume mal eben meine Taschen leer. Ich warte mal. Ja, warte du mal ganz kurz in der Basis. Mhm. Ich räume nur schnell meine Taschen leer. Mhm. Also wie immer. Ja. Müsst ihr vielleicht nochmal was trinken? So, was werde ich im Haus wohl eher weniger finden? Federn. Eine Taschenlampe. Patronengurtmod. Eine Mütze. Ich schmeiß mal die Klamotten raus. Ich habe immer so wenig Essen, ey. Ring haben wir ja mehr als genug. Ich denke, was ist denn das hier drin? Die Katze. Ja, ich habe die reingelassen. Danke. Bitte. Ich habe sie vermisst. Ja, dachte ich mir. So. Will ich hier mal reingucken in die alte Butze? Damit meine ich nicht dich, Jasmin. Ach, halt ein Sappel, ey. Oh, diese Treppe, Leiter, was auch immer das hier ist, ey. Ich spring einfach. Eine Leiter. Ja, das ist ja schön. Nicht zu ver... hier ist ein Wildschwein. Ja, mach der kommt hier rauf. Wo bist du denn? Der haut mir in den... So weit hinten. Warte. Dafür investiere ich... kann ich mich hier irgendwo mal eben einsperren, bitte? Mach das kalt. Bist du doof? Das Viech ist geisteskrank. Der jagt mich. Weißt du, wie viele Wildschweine ich schon gekillt habe? Ja, aber der ist anders. Mhm. Thomas. Nee, ich glaube, der heißt Ingolf. 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 Eber. Ja. Eberhard. Nee, Eberhard Eber. Eberhard Eber. Ups, da war ein Loch. Ich höre, hier kommt wer. Ja. Da ist jemand nicht ganz konform mit meiner Waffenumgangsweise gewesen. Der Nachbar beschwert sich gerade. Das hier ist Amerika. Hier kann ich schießen, wie ich will. Oh, ich habe mal die Nachbarschaftsstreitereien geklärt, ne? Mhm. Der Müller von nebenan. Weißt du, hast du einmal deine Schrotflinte im Garten im Gang, ne? Kommt er gleich rüber und beschwert sich, haut da meine Mauer kaputt. Jasmin. Hä? Hier ist ein Eber. Was willst du von mir? Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Aber... Ich wollte gerade schwimmen, aber irgendwie bin ich gerade zu blöd, das hinzukriegen. Spring doch da hoch! Was wolltest du denn jetzt von mir? Hier ist ein Eber. Ja, und was willst du jetzt von mir? Wieso kommt der nicht raus? Du bist frei. Wir sind immer an der Schneewelt vorbeigelatscht und haben das nie gesehen, ey. Was? Dass da hinten die Schneewelt ist. Ja. Aber weißt du, was ich gesehen habe? Die Schneewelt. Wie glücklich Eberhard ist, dass ich ihn freigelassen habe. Der hat hier so gut gefuttert, der kam gar nicht mehr durch die Tür. Ey, Zement ohne Ende, Jasmin. Und Pflastersteine. A Paradies. Ein bisschen ärgerlich, dass ich nur eine Stufe 3 Schaufel habe und keine Reparaturkits mit. Ja. Aber wer hätte das ahnen können? Ja, muss ich halt später zum Händler, ne? Vielleicht kriegen wir ja noch Munition. Fährst du wieder zurück? Nö. Also, weil ich will jetzt hier mal zu meinem Dings. Lover? Ich säubere jetzt hier. Mal gucken, ob ich das alleine hinkriege. Bestimmt nicht.
Auf das Gefluche bin ich ja schon mal gespannt. Ich drehe schon mal deinen Pegel runter. Jasmin? Was? Ich will dich nicht beunruhigen, ne? Aber hier ist ein Eber. Oh Gott, ey. Na und? Du olles Schwein! Jasmin? Ich hab Angst. Jasmin! Was, Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Hier sind Zombies. Ja, bei mir gleich auch. Hoffe ich. Heul doch, ist dein Problem. Komm lieber her und hilf mir. Ist das? Kommt keiner. Ich kann das immer so schlecht raushören, ob das oben ist oder auf meiner Ebene. Jetzt sich echt rein, oder? Oh! Oh, muss ich da jetzt wirklich rein? Weißt du, was ich gefunden habe im Müll? Nee. Eine leere Dose. Geil, ich auch eben. Geil. Verschlossen hier. Was verschlossen? Tür. Und denk dran, erst looten und dann die Mission starten. Ich bringe die um, wenn ich die umbringen will. Ganz einfach diese Geschichte hier. Oh, Jasmin. Wo bleibt denn da der Spaß und der doppelte Loot? Mir doch egal. Jasmin! Hm. Dafür musst du nachher beten. Ich. Scheiß werde ich. Wo ist hier einer? Jungs? Hey, hier sind aber viele Big Bags. Und hier ist noch so ein Käfig. So. Ah, wo denn? Ne, da ist nichts drin. Oh, oh, ich weiß immer nicht. Jasmin. Oh. Weißt du, nice. Weißt du was? Weißt du was? Das glaubst du mir nie. Oh. Kann nicht sein, dass ich hier schon draufgehe bei zwei Peoples, ey. Hier war noch ein Eber. Oh, danke schön. Alter, wieso gehen die denn so schwer? Jo, und schon wieder einen gebrochenen Arm. Ich glaub das nicht, Alter. Ich auch. Wir haben so viel gemeinsam. Ich hab Angst. Hier waren noch letztens die Hunde. Oh, ich gehe bestimmt. Was war das? Was? Ich lache über dich. Oh, was ist er denn, ey? Lern ihn doch erstmal kennen. Du kannst Menschen nicht nach ihrem Äußeren bewerten, Jasmin. Krieg das mal mit der Spitzhacke im Kopf, ey. Weg ist er. Hab ich's geschafft? Nein. Warum nicht? Wie viel ist denn hier noch? Wo kam er denn her, ey? Also, okay, aufgrund dessen, was hier los ist, würde ich jetzt so... Das ist so ein Trichter. Ich hasse es, ey. Und da oben ist eine Klaue. Da habe ich jetzt keinen Bock. Hier ist ein Käfig. So, hier kann ich ja reingucken. Da ist auch nichts drinne. Oh. Jasmin? Bin ich hier oben? Ich gehe jetzt hoch. Ja, mach das. Ich habe auch den Kollegen gefunden, der die ganze Zeit Stress gemacht hat. Okay. Gibt's denn hier noch was? Bestimmt nicht im Keller, das kann ich. Hier gibt's was. Uff, die Mütze. Wollt ihr noch mehr? Oh, den habe ich dir gezeigt. Hier ist auch mega viel Gammelfleisch, aber ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen soll. Was war das? Ich hab Angst. Da sitzt noch einer. Oh, nö, ich bin infiziert, Jasmin. Ich auch. Loser. Ist das nur eine hier?
Jawohl! Und Dankeschön. Fetten. Die habe ich mit 1 kalt gemacht. Mit 1? Ja. Mit einem Schlag. Ah, das hört sich doch schon anders an. Ich bin einen überladen. Hier ist noch ein Big Pack. Ich habe einen Kochtopf gefunden. Hm, warte mal, die Sachen. Oh, ich habe 30 Munition. Oh, sorry, Leute. Gammelfleisch kann auch weg. Dosen können auch weg. Jasmin, schrei doch nicht so rum, ich hab mich erschrocken. Hä? Mach deine Quest mal ein bisschen männlicher. Du und dein Rumgekreische hier, weil du Angst hast, ne? Ich hab mich zu Tode erschreckt. Ich muss den mal eben wegmachen. Das ist, glaube ich, der Zwillingsbruder von dem Lappen, der hier vorhin einsteigen wollte. Ich bin echt doof hier. Prügelt da wieder einer rum. Okay, das war Nummer 1 hier von der alten. Jasmin? Was? Ich will dich ja nicht irgendwie neidisch machen, ne? Hm. Aber ich verballer jetzt meine 5. Schrotkugel für den 5. Eber. Hä? Ich bin nicht... Hä? Aber da gibt's doch keinen anderen Gang mehr. Ich bin doch fertig. Muss nachladen. Da steht, säubere das Gebiet. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, und dann musst du zum Händler. Nee, ist ja noch nicht fertig. Achso, dann ist irgendwo noch was. Ein Geier oder irgendwo versteckt. Oder ein Zombiebär. Wie weit darunter geht ja nicht. Wie weit darunter? Im Keller. Ja, dann ist irgendwo oben. Ja, oben geht auch nicht weiter. Aufs Dach? Ja. Och nein. Hä, merkwürdig. Ich glaube, ich lasse einen Eber hier. Hä? Ach, ich kann ihn eh nicht hier lassen. Geht das hiermit schneller? Oh ja. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich oben. Ach, hier ist noch eine Tür. Sich in Grenzen, ne? Also. Ah nein, steh mal nochmal auf. Mist, er ist tot. Hä? Ja, der Zombie ist gestorben. Hä? Ja. Nee, ich meine mich. Ich hab ihn umgebracht. Achso, was verstehst du denn nicht? Vielleicht kann ich helfen. Ah! Ich hab die eben nicht gesehen! Achso, ich dachte, du hast dich selber nicht verstanden. Ja, das wäre ja auch nichts Neues, ne? Oh, noch ein Lootesack hier. Nein, wie heißt das? Noch ein Lootesack. Jawohl. Hab ich's jetzt? Noch ein Lootbeutel. Baby, ich hab's geschafft, Digga. Noch ein Lootbeutel. Na hier, ja, diese gelben habe ich gekriegt. Oh, ich bin durchgebrochen. Also manchmal, wenn du lachst oder wenn du schreist, ne, so wie eben gerade, dann höre ich dich hier im Raum, aber man hört dich nicht über Discord. Ah, ach so, das sind diese Holzdinger. Scheiße, ey. Boah, wie lange soll ich denn hier... Ob da guter Loot drin ist, wenn da eine Couch vorsteht und Also ich hab hier, ne, und so. Arbeiter, versiegelte Versandkiste, das heißt. Muss ich die einschlagen? Gott, hier ist ja richtig was los. Ja, ja, hier auch. Komm mir vor, noch mehr Muni. Komm mir vor, als wäre ich bei der Kelly-Familie oder dem Wollnis oder so zu Besuch. Hol was heißt ein Arbeiter, versiegelte Versandkiste? Kann ich da irgendwas mitmachen? Mega viele Leute hier.
pack die jetzt ein, wenn er nicht mit mir redet. Ah. Hast du gehört? Hier sind mega viele Leute. Ja, schön. Ich habe hier gerade mega viel Jasmin. Geile Sachen. Ja. Hast du gehört? Was hörst denn? Ja. Rede ich auch nicht mehr mit dir. Hä? Ich rede doch mit dir. Wo? Verarschst du mich jetzt? Einmal Kleber. Hallo! Da ist mir rausgefallen. Bist du behindert oder was? Der war nice. Ninja Moves. Nunchakus. Bist du doof? Ich rede doch mit dir. Ich weiß. Du Penner. Ey, ich dachte schon, mein Mikro spinnt, ey. Du Arsch. Das ist nicht lustig. Ich find's geil, dass du extra herkommst, um mir zu sagen, dass du mit mir redest. Ja! Ja, weil ich dachte, das ist schon. Hab ich schon. Bogenschießen für Ranger, kann ich wegschmeißen, ne? Nein, nimm das mit, nimm das mit. Vielleicht hab ich es ja noch nicht, dann kann ich das lernen. Also weg damit. Nein, nimm es mit. Boah, ich muss hier erstmal meinen Scham essen. Es tut mir leid, was ich eben gemacht habe. Das war nicht in Ordnung. Ich sehe meinen Fehler ein und werde das nie wieder tun. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, dich gerade zu verarschen. Also ich habe 7 mal so Munition, 8 mal das und 30 andere. Was? Ich habe Munition gefunden. Ich habe 7 mal so eine Munition gefunden. 36 andere. Was ist denn? Wie sehen die denn aus? Ich habe 30 9 mm, okay. 48 Magnum und 7 von 7 6,2 mm. Geil. Wir haben noch keine Magnum, oder? Keine Ahnung, aber ist ja egal. Und, ich habe eine eiserne Axt, Stufe 4. Geil. Und ich habe noch einen Kochtopf gefunden. Ich habe auch einen Kochtopf, aber ich habe nur Stufe 3 Axt. Und ich habe einmal Klebeband. Ja, du bist ja auch ein Loser. Boah. Frech. Und ich esse jetzt die nächste Dose. Entschuldigung. War das Ihr Oberteil? So, dann kann ich hier noch? Die kann ich hier noch reinschmeißen. Ihre Dose kann weg. Oh, ich habe noch einen Hammer Stufe 1. Richtig geil. Ich habe richtig was gekriegt hier, ey. Wieso findest du so geilen Kram und ich hänge hier mit meiner Stufe 3 Schrotflinte 4 überladen und habe nur Schrott? Weil du falsch guckst. Wahrscheinlich. Und 225 Benzin. Bring das erstmal nach Hause. Jasmin? Ja. Ich habe hier 2 Eber. Nicht das neue. Ja, schön für dich. Ich habe jetzt schon 308 Fleisch. 258 Fleisch. Ich kann ja nochmal neu looten, oder wie das hier heißt. Looten, wie auch immer. Looten. Und hier ist noch ein Eber. Ja, mach ihn doch platt. Ja, gleich, Jasmin. Das Ding will Weile haben. Ich muss hier erstmal die Big Bags abbauen. Was mich so ein bisschen nervt, ich habe nur noch 2 Schrotflintenschuss. Ich habe auch in der Richtung noch gar nichts gefunden. Nee, ich habe sogar nur einen Schuss. Der Schuss an den Ofen. Dann nehme ich den Einzelgänger. Kann ich hier... So, ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Bin nämlich überladen. Hehe. Komme ich, glaube ich, gleich nochmal her und dann schwimme ich mal übers Wasser. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon? Wir sind jetzt bei knackigen 34 Minuten. Ich kann ja auch erstmal zum Händler. Ja, dann kannst du jetzt Pause machen. Pfeile. Warte, wir nehmen noch das Schwein aus. Oh, wie süß er guckt. Er lächelt richtig. Das sieht aus wie ein glückliches Gesicht. Ein glückliches Gesicht der Freiheit.
Schön. Ja, 35 haben wir. Ah ne, ich gehe jetzt erstmal die Sachen wegbringen und dann gehe ich nochmal los. Glaube ich. Ich bin eh entfetzert. Wie geschirrt. Du gehst da unten auf! Das war jetzt frech. Ja. Einer weg. Kommt da gar nicht raus, ne? Hihi. Das ist ein Hamster. Boah. Jasmin, wir haben so viel Fleisch, ne? Das ist gut, aber das hält ja nicht lange. Ist so egal. Ein Patron haben wir. Wenn das mit den Kartoffeln noch klappt, dann können wir richtig geil, wenn wir das Rezept haben. Oh, was waren das? Wildbret-Eintopf oder Kartoffeln mit Fleisch? Hm. Da, du weißt schon, wo wir so viel von weggeschmissen haben. Du! Du bist ja so schlau, was. Ja, da war ich clever. So, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier erstmal. Durchforsten morgen den Rest des Hauses. Vielleicht finde ich ja auch nochmal irgendwas Geiles hier, nicht? Naja. Aber, muss man sagen, wir haben jetzt 250, 350, 366 Fleisch. Das ist schon okay. Hast du das andere schon dazu gezählt? Ja. Das heißt, wenn wir hier nochmal, wenn wir hier regelmäßig hinkommen sollten, dann könnte uns zu uns richtig gut gehen. Mhm. Falls die wiederkommen. So, ich verabschiede mich für heute. Schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut.